Mit Einführung der Lithiumbatterie auf breiter Basis im mobilen Bereich, Wohnmobile, Wohnwagen, kommt natürlich auch immer mehr die Idee, dass diese Fahrzeuge autark sein sollten. Wir trainieren bei der Roadshow nicht nur den Techniker des Händlers, sondern wir trainieren dreistufig. Zum einen den Inhaber oder Manager. Das heißt, wir trainieren den darin, zu begreifen oder zu sehen, wie groß die Chancen für das Unternehmen sind, wenn er sich abhebt vom allgemeinen Markt, indem er in der Lage ist, qualitativ hochwertige Autarkbauten anzubieten. Dann trainieren wir den Verkäufer. Der Verkäufer ist ja der Mensch, der dem Kunden beim Verkauf des Fahrzeuges beraten muss, um ihn dann zu überzeugen, dass der Umbau auf ein Autarksystem am besten natürlich in dem Betrieb gemacht werden soll, wo er gerade eben das Fahrzeug gekauft hat. Deshalb muss der Verkäufer trainiert werden, er muss die Vorteile kennen eines solchen Systems und er muss wissen, wie es funktioniert. Also nicht nur, was es bringt, wie es funktioniert. Und zuletzt natürlich müssen wir trainieren den Techniker. Der Techniker des Händlers ist natürlich der Mensch, der es realisieren muss, der es einbauen muss. So, damit wir das alles auf einen Schlag erledigen können, machen wir das halt dreistufig. Das heißt, bei der Roadshow haben wir einen Vertriebsmitarbeiter, der den Inhaber oder den Manager und die Verkäufer trainiert und einen technisch versierten Menschen, der die Techniker trainiert. Das Ganze findet häufig im Rahmen einer Hausausstellung statt beim Händler, weil dann haben wir nicht nur die Chance, die Mitarbeiter zu trainieren, sondern dann können wir automatisch den Händler unterstützen. Die Interessenten, die zur Roadshow kommen oder die bestehenden Kunden, die einfach mal schauen wollen, was es Neues gibt, denen zu erklären, was heute möglich ist und denen zu erklären, was der Händler ihnen autarkmäßig bieten kann. Das heißt, wir machen in einer vierten Stufe auch eine Kundenberatung für den Vertragspartner, für den Lion-Drohnen-Vertragspartner. Aber die Vertreiber oder die Partner oder die Händler von Lion-Drohnen fit zu machen, dass sie nicht nur Lithiumbatterien verkaufen können und einbauen können, was also nicht sehr schwer ist, das ist einfach, sondern dass sie auch ihre Kunden mit autarken Systemen ausstatten können. Das heißt, ein nagelneues Fahrzeug, was aus dem Werk kommt mit einer Bleibatterie, schon mal mit einer Lithiumbatterie auszustatten, mit einer Solaranlage auszustatten, eventuell mit einem Wechselrichter auszustatten, damit man dort auch 230 Volt Verbraucher anschalten kann und das Ganze so intelligent zu machen, dass immer dann, wenn Strom da ist, also Landstrom da ist, das Ganze vollautomatisch umgeschaltet wird. Dieses komplexe Thema, was ja ein Thema unseres Unternehmens ist, das möchten wir dem Vertriebspartner näher bringen. So, das ist in etwa Sinn und Zweck der Roadshow. Die Kunden, die Camper, die wollen halt immer mehr autark stehen, die wollen in der Natur sein. Die haben keine Lust mehr auf die Campingplätze. Campingplätze werden immer voller und dann bietet so eine Lithiumbatterie natürlich entsprechend Stoff, dass man auch lange autark stehen kann.